Was geht YouTube? Willkommen wieder zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute machen wir ein Box-Opening und zwar öffnen wir 500 Titan-Chests. Ich habe mir monatelang oder wochenlang zumindest Titan-Seelen aufgespart und wollte es nicht immer ausgeben. Man bekommt so circa 100-200k aus pro Woche quasi für 30-40 Boxen raus. Für die Anfänger, wenn ihr nicht wisst, wo ihr sie bekommt, ihr bekommt sie von den Delph, von diesen Schattenschatztruhen. Das heißt, alle drei Tiefen könnt ihr einmal mit einem Delph-Key die öffnen und ihr kriegt 117 pro Woche. Natürlich kriegt ihr nicht unendlich pro Woche, das wäre ja viel zu OP, aber ihr kriegt 117 Titanseelen aus, ja, quasi pro Woche aus 5 Truhen und könnt dann damit ca. 30-35 Titan-Chests craften. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt mittlerweile 2200 Titanseelen angespart. Wundert euch nicht, ich bin mit meinem Revenant gerade hier, ich mache den gerade hoch. Normalerweise bin ich ja Main Neo Ninja, aber ja, jetzt spiele ich eben den Revenant zurzeit und wir craften jetzt erstmal die 500 und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze lohnt oder ob man die Titanseelen für was anderes ausgeben sollte. Werde ich euch heute mal so ein bisschen aufklären. Das Gute ist, dass wir sie direkt craften können, also ja, nur mit einem Klick. Und direkt zur Frage, ob man die sich krass aufsparen soll oder so. Es gibt eben hier einen für Titanseelen, für Mondseelen, einen Shop. Aber wenn ihr hier schon alles collected habt, könnt ihr ruhig eure Titanseelen für Flux ausgeben, wenn ihr Flux braucht. Es ist halt eine sehr gute passive Flux-Methode, gerade für Anfänger. Klar, im Endgame auch, aber 120, 150k, je nachdem wie viel man da bekommt, ist jetzt gerade nicht die Welt, aber für einen Anfänger extrem viel, also kann es extrem viel sein. Vor allem, wenn man schnell zu seinem Crystal bringen kommen will. Aber ich rede jetzt nicht lang um den heißen Brei. Wir öffnen die Dinger und gucken mal. Ich habe 5,6 Millionen Flux jetzt. Mal sehen, wie viel wir jetzt danach rausbekommen. So, Leute, ich habe jetzt die Boxen geöffnet. Ganz kurz, ich habe nicht 114 Megaflux-Tanks bekommen, nicht erschrecken. Ich habe quasi 14, die 100 habe ich immer für Giveaways in meinem Stream. Aber die 14, ja, habe ich quasi bekommen. Also wir haben 14 Megaflux-Tanks bekommen und sind jetzt bei 6,9 Millionen Flux. So, wir hatten ja vorher 5,6 Millionen Flux und jetzt haben wir 6,9, so rum. Und es kam raus 1,2 Millionen Flux, nur aus Delphs passiv bekommen. Das ist schon sehr krass, aber ich habe da sind noch nicht die Megaflux-Tanks dazu gerechnet. Das heißt, wir müssen nochmal 140.000 Flux dazu rechnen von den Megaflux-Tanks. Und dann sind wir bei 1,4 Millionen. Also ich habe jetzt 1,26 Millionen genommen. 1,26 plus 140.000 sind 1,4 Millionen. Was schon eine krasse Summe ist, muss man sagen, wenn man sich überlegt, dass man eben ja nur die seine Weeklies machen will, seinen Contest und dafür passiv einfach Titan Souls bekommt. Ist schon ziemlich nice. Gerade ganz früher, als die Inflation noch nicht so krass reingekickt hat. Aber gerade für euch Anfänger, guckt euch gerne mal mein Mond-Titan-Seelen-Video an. Ich kann, wenn ihr wollt, mal nochmal eins machen, aber ich denke mal, das Ältere ist jetzt leicht zu verstehen. Einfach diese 5 Kisten öffnen, also ihr müsst 15 Tiefen quasi machen und dann habt ihr eure 117 Titan-Seelen und natürlich eure 18 Mond-Seelen, wo ihr braucht. Und ja, ich hoffe, euch hat das kurz und knackige Video gefallen. Ich weiß, ich wollte Klassen-Videos machen. Es wird aber nicht der Tomb Raider sein, weil es haben ein paar reingeschrieben, welche Klassen sie sich sonst noch wünschen. Shadowhunter, Boomranger. Und da habe ich mir schon was überlegt und ich mache lieber die Klassen, die eben ja die meisten Leute wollen, anstatt jetzt einfach stumpf die Reihe nach, obwohl das keinen, sag ich mal, interessiert, sondern lieber Klassen, ja, weil die Leute interessiert sind. Join mir gerne bei Twitch, falls ihr noch irgendwie einen Carry braucht. Also wenn wir jetzt von Delph, von Fivefarm, von irgendwas reden. Ich bin da ja daily ab 18 Uhr live. Hab da so einen kleinen Streamplan erstellt. Also join mir gerne mal auf Twitch oder auf meinem Discord. Da findet ihr mehr Infos. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Grind und Trove.